Oh Gott, da geht mir der Schildkröte ins Haus. Das kann nicht gut enden. Die werden alle zermetzelt. You must bring me something back. Will you go to the Electric Monsters World or not? I will, yes. Well, I'll tell you why I asked you to come here. Near the fountain of the village lives a guy named Netaro. He takes care of carrying water to the whole village, but recently we haven't got him for many times. The village runs out of water and everyone looks very worried. We then want to see what has happened to him. But Netaro's brother isn't a hero, and he is also a guy always making trouble. That's why I asked you to bring an electric monster with you. Let it to be the first friend of you in the electric monster's world. My name is Kirubute, and this is my number. Thanks. Yay, ich kann ein Pokémon anrufen. Es hat die Nummer 05282715. Bitte ruf das mal in real life an. Oh, keine Zeit. Got Kirubute's phone number. Then it is the map of this world. That's all for now. Wherever you go, you must try your best to write down whatever you see. Map can be regarded as a start button which has been pressed. Hold the map! Das formuliere ich so komisch, weil so komisch hervorgehoben ist im Text. Okay, sehr gut. Mr. Beck, I've got something to look into in this village. That's why I've been waiting for you. Come on, wake Netaro up. Hey, watch your step, then once I'm back, I'll show you funny things. Ha ha ha, mein Penis ist groß. Endlich kann ich jetzt mal was machen. Ich kann nach geschlagenen 9 Minuten oder fast 10, kann ich endlich mal in diesem Scheißspiel was machen. Und jetzt habe ich, was ist das? Hey, here is Tulung Village. You can't pass through here without the permit from Musa. Musa! Alter, kann ich hier irgendwas machen auf Start? Habe ich die Map? Die ist ja riesig, scheiße. Dann habe ich hier Phone. Da kann ich Leute anrufen. Ja, Mail. Ich habe sogar eine Mail. Okay, ich habe keine Messages. Forever alone. Ach ja, ich habe gehört, dass die Save-Funktion nicht funktionieren soll bei dem Spiel. Deswegen sollte ich Save staten. Ja, klingt besser. Sonst regst du dich noch mehr auf als jetzt schon. Ja, ja. The electric monsters live in all kinds of places. Can be divided into 6 kinds. I.e. Stone Hill, Grassland, Woods, Waterside, Sky, Desert. Ah, gut zu wissen. Super, Billy, ey. Super, duper. Takabis house teach you how to make phone calls. Well, Takabi. Ey, ist... Wie dumm hält mich das Spiel? Kann ich telefonieren? Okay, ich muss jetzt... Keine Ahnung. Mir wird jetzt erstmal beigebracht, wie ich telefoniere. Ja, du bist doch erst 10 laut im Spiel. Ja, da hier weiß ich nicht. Das ist ja immerhin kein... Okay, es ist doch irgendwie schon Pokémon, aber irgendwie auch nicht. Es scheint Ways are recommended here on how to introduce phones. Do you want to know how to introduce to E-Monsters of Stone Mountain? What? Ich sag immer mal yes. Yeah. When introduced to E-Monster of Stone Mountain, you must pretend to be an E-Monster from the grass... What? Do you want to know how to introduce to E-Monster on Grassland? Ja. When introduced to E-Monster on Grassland, you'd better pretend to be an E-Monster from this. Warum? Do you want to know how to introduce to E-Monster in... Ja! Komm mal zum Punkt, du Fuckloch, ey. While introducing to E-Monsters in the forest, you'd better pretend to be an E-Monster in this... Kai. Do you want to know how to introduce to monster living by the water? Yes. When introduced to E-Monsters living by the water, you'd better pretend to be an E-Monster from the forest. Sag mal, ich kann nimmer. Scheiße. Scheiß Asbest. Do you want to... Asbest. Yeah. Do you want to introduce the E-Monster in the sky? When introduced to E-Monsters living in the sky, you'd better pretend to be an E-Monster. Was musst du hier machen? Das weiß ich nicht. Fragen die magische Miesmuschel. You'd better pretend to be an E-Monster living by the water. Try to have more friends by... Was hat mir jetzt dieses lange Gespräch gebracht? Der labert mich die ganze Zeit zu. Wenn du das willst, dann musst du pretenden. Ich bin dumm.
Ah, hohe Gras. Alter, ich kann rennen auf das B, Alter. Alter. Ich kann das hohe Gras kaputt rennen in diesem Spiel. Ich weiß. Jetzt kommt ein wildes. Ich hab vorhin Gameplay mir angeguckt. Ey, das erste Pokémon. Es heißt Kesi. K-E-S-I. Fight Escape Position. Mach mal Fight. Didn't call the mate. Scheiße. Ah, jetzt. Was? Kesi, miau. Kesi Attack S-Screen. A smoke screen. Kirubu was surrounded by fog. The frog around Kirubu. Kirubu attacked freely. Some. Ja, super, ich bin fast tot. Kesi, miau. Kesi Attack Bite. Some points of 5 lost. Kirubu Attack. Kirubu attacked freely. Some points of 23 lost. Kesi was overthrown. Ach so, ich war jetzt voll verwirrt. Weißt du, du hast quasi die Lebensanzeige der Pokémon hast du direkt über dem Pokémon und nicht drunter. Das sah jetzt so aus, weil ich hatte eine Lebensanzeige rechts neben mir und die ist jetzt leer gegangen und ich habe nicht gecheckt, dass das vom Gegnerischen war. Caught the E-Monster. Also wenn ich's kill, dann hab ich's, oder wie? Kirubu got the EXP of 3. Got 32 Ball. Okay. Kann ich den jetzt auch anrufen, oder was? Ich peil das nicht. Wie soll denn das funktionieren? Ich hab jetzt hier Calls. Ne, Phone, genau. Ich hab Kirubute. Und sonst nix. Aber da stand doch gerade, dass ich den irgendwie caught. Irgendwie was. Okay, ich hab Diamanten. Ololol. Ich laber mit dem Spaß. Ah, da ist ein Supermarkt, da geh ich da mal rein. Is this the first time that you come to the community of the electric monsters? There are all kinds of persons among them. You just hear their words. Lol, was kann ich hier kaufen? Eine P-Card? Einen Drill? Ein Game? Eine Gun? Ah, ich kauf die Gun. Also ich will die Gun, du Nazi. The items listed in the right in the first one. Ja, schön, und jetzt? Okay, ich habe jetzt eine Knarre. Jetzt nehme ich noch einen Gameboy mit. Are you ready, ey? Ich nehme einfach mal alles mit. Wer weiß, wofür ich das noch gebrauchen kann. Hier, Mr. Rubin? Ja? Mein Internet saugt richtig schon die ganze Zeit. Mhm. Ich glaube, ich lege besser auf. Ja, mach das. Es ist besser. Tschüss, Leute. Ja, also, das war jetzt, denke ich auch mal... Okay, jetzt bricht hier alles zusammen. Oh, lol. Oder, ja... Auf jeden Fall, das ist jetzt das unverhoffte Ende von diesem Part. Ich habe jetzt eine Karte gekauft, einen Gameboy, eine Knarre und einen Drill. Denn wir spielen hier ja auch Bioshock 2 mit Sicherheit. Ich würde sagen, dann lassen wir das jetzt mal so stehen. Und ich habe es jetzt nur 16 Minuten aufgenommen, weil es mir auch wurscht. Und als Freaky auch verlassen hat, habe ich jetzt irgendwie auch allein nicht weiter Lust. Ich werde es auf jeden Fall mal fortführen irgendwann. Und ja, tschüss Leute, ne? Und viel Spaß mit Pokémon Diamond, was eigentlich nichts anderes ist als Telefang. Da könnt ihr gerne mal nachgucken, was Telefang ist. Viel Spaß, tschüss.